Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part vom Dragodia.de Server von Minecraft. Wir sind hier, nördlich von unserem ersten Part Ende, da bei der Blumenwiese, und hier haben wir ungefähr den ersten Schatz. Ich habe noch einen zweiten gefunden in einem Schiffwrack. Und ja, jetzt schauen wir mal. 9, 5 ist hier ungefähr gewesen. Da vorne, hä? Ja, hier könnte es gewesen sein. Okay. So, ich sehe jetzt gerade die Bar unten nicht. Weil irgendwie der Ding ist im Weg. Also, Taskleiste, genau. Automatisch ein- ausblenden. So, jetzt. Geh weg, bitte. Ach, diese Box manchmal. So, jetzt sehe ich es, okay. Prima. Also Windows 10 hat immer noch grausam schlimme Bugs. Irgendwelche also Alt-Tab funktioniert zum Beispiel nie richtig. Und die Taskbar ist immer vor den Games. Eigentlich sollten sie hinter den Games im Fenstermodus sein, aber scheinbar nie. Haben sie wahrscheinlich geändert, damit sie noch mehr Kunden vergraulen können ständig. Naja, ich habe hier auch überall noch geschaut. Also hier, es gibt wirklich keine Ruinen mehr. Wir müssen irgendwo anders in einem warmen Ozean anders. Wir gehen mal nach Süden. Weil die nächste Schatzkarte, die ist wahrscheinlich auch irgendwo, ja, Richtung Süden, genau. Okay, wunderbar. Also einfach mal nach Süden und dann schauen, ob wir dann reinkommen. Südosten am besten. Wir sind ja oben rechts und wir müssen in Südwesten. Ja, Südwesten, genau. Habe ich es falsch gesagt. Aber, jo. Es ist ja verkehrt herum. Also ich war auch einer der lange Zeit, weiß nicht, bis 11 oder 12, auch immer rechts und links verwechselt hat und so. Und jetzt da so nur die Himmelsrichtung verkehrt herum zu sagen, ist auch ein bisschen schwierig, wenn man sie eigentlich sonst nie in den Games braucht, oder? Oder ja, im Real Life brauchst du es eigentlich auch nie. Du hast Google Maps oder sonstige Sachen. Da brauchst du es auch nie. Das kann schon mal passieren, oder? Bei meiner Konzentration manchmal durch die Nervenkrankheit. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, wie es andere haben vielleicht. Also ich kenne mehrere, die es noch schlimmer haben. Aber gut, bin ja auch kein Linguistiker oder sonst irgendwas mit Sprache Probleme habe. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ein paar Wörter, die ich schon lange nicht mehr geschrieben habe, doch noch ein bisschen, schlecht oder nicht direkt richtig schreibe oder so, aber das ist nicht schlimm. Es sind einfach schwere Wörter manchmal und so. Jo, oh, ein großer Baum. So, und jetzt hier links müsste dann der Schatz sein. Direkt eigentlich hier irgendwo. Müsste eigentlich immer im Sand vergraben sein, oder? Im Wasser. Also im Sand oder im Wasser vergraben. Wir kommen noch nicht raus. Jetzt kommen wir langsam raus. Dann müsste es ungefähr hier sein. Wir sind noch südlicher. Noch mehr südwestlicher. Ein bisschen weit unten. Okay, hier. So, dann schauen wir nochmals. 9 und 9. Ja, ist auch gut erkennbar. Easy. Okay, ich habe ein paar Sachen. Nicht Platz. Also das brauchen wir nicht mehr. Und ich konnte nicht hochschwimmen aus irgendwelchem Grund. Viel Gold, viel Eisen, nochmals ein Herz. Oder Perle oder was das ist. Ja, Herz des Meeres, genau. Gut, also hier haben wir Strand. Ich habe vorher gemerkt, vielleicht habt ihr es gesehen, wo ich da bei dem Blumenbiom, Blumenwald vorbeigegangen ist, ist es ein Fluss. Aber es ist ein Meer. Ich verstehe das nicht. Wann ist es ein Fluss? Wann ist es ein Meer? Es kann nicht so mega viel Wasser breit und soll auch ein Fluss sein. Da hat Minecraft irgendwie noch Probleme. Das ist jetzt ein Ozean hier. Und das ist doch kein Rock. In weitem sah es aus wie ein Rock. Hier hat es ein kaltes Biom und ein Dorf, aber ich kann ja nichts mehr aus diesem Dorf holen.
Ja, ist ein kalter Ozean. Direkt neben dem warmen Ozean und dem Fluss dazwischen ist ein Ozean und dann ein kalter Ozean. Was macht das für einen Sinn? Ich dachte, die hätten das endlich mal gut überarbeitet, aber scheinbar sind die Entwickler wirklich nicht immer wieder am Sagen, sie machen irgendwas, aber nicht am Ausführen. Nein, bitte nicht das Boot klauen. Ich habe schon so wenig Platz und halt. Oh Quatsch. Ich brauche doch das Boot. Ich möchte das Boot mitnehmen. Ich nehme so viele unterschiedliche Sachen mit. Muss jetzt das Boot, jetzt ist das Boot auf. Gesammelt. Super. Meine Boote sind so schwer zu erstellen. Ich muss immer Holz mitnehmen. Also pinke Bette oder violette Bette sind eigentlich auch ziemlich. Aha, ich habe dich doch gesehen. Nein, jetzt habe ich den Gegenstand. Inventarprobleme sind schwer. Wie so ein Ding nicht mitnehmen. So. Okay. Ich mag irgendwie Dörfer, aber sie haben wirklich nicht immer so guten Loot. Ist relativ schnell immer aufgewacht, das ist ein Pilz gewesen. Dachte eine Katze. Ja, seht ihr, der Loot ist eigentlich eher banal. Immer wieder. Aber dennoch irgendwie so für zum Gucken. So sind Dörfer eigentlich sehr interessant. Ja, diese Fässer hier vom Fischer. Ich glaube, der Gerber hat auch Fässer. Aber wie? Nein, der Gerber hat etwas anderes. Hat der Kessel? Nein, Kessel hat der Ding. Oder hat der Gerber Kessel? Okay. Na, dieser Zug muss ich nicht haben. Ein Sattel ist wichtiger. Und ich habe hier Reparatursachen. Was ist eigentlich? Ich sammle die. Mitgenommen. So, dann haben wir hier ein Brett, ein Schild. Bahn muss ich jetzt eigentlich unbedingt mitnehmen. Ist auch damals, was es geworden ist, also dass es erschienen ist, sie eingebaut haben, war so Farn und Gras. Einfach Sachen zum Mitnehmen, weil man die sonst nur mit Behutsamkeit abbauen könnte. So ein kleines Achievement. Ich habe immer gerne Achievement, weil sonst macht das Looten nicht so viel Spaß. Man möchte gerne schon. Also jetzt nehme ich große Fahnen trotzdem mit. Wenn ich schon zwei habe, ist doch viel wichtiger als dieses Ding, was ich immer beim Farmwelt mitnehmen könnte. Das ist ein normaler Farm. Okay, Stöcke brauche ich momentan auch nicht. Aber was machen die mit den Setzlingen ständig? Die habt ihr überall. Keine Ahnung. Lieber Dorfbewohner. Wo war dieses Haus mit der Kiste? Das war doch erst das, was das Haus. So, haben wir ein schönes Dorf noch gefunden. Genau. Also, wir müssen aber jetzt ausladen kurz. Wir haben ja die neuen Truhen gemacht, genau. Jetzt muss ich nur wissen, wo die waren. Also hier können wir mal nochmals. Ja, so Sachen muss ich nicht hier haben, genau. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich die hier habe. Kann so. Ja. Irgendwo habe ich ja Werkzeuge. Hier. Ja, da muss ich umstellen irgendwie. Ah, genau hier habe ich. Wir haben irgendwo Truhen hingestellt, oder neue? Ich weiß auch nicht mehr wo. Das Problem ist jetzt einfach, ich weiß nicht, wo man die meisten Sachen reintun soll. Okay, die nehme ich mit und tue zum Beispiel hier mal Blöcke rein. Dann haben wir irgendwo auch Gold, genau. Eine Suppe ist auch wieder schwer irgendwo reinzutun. Geht nicht. Ja, so langsam habe ich echt irgendwelche. Okay. Also, wir brauchen zuerst mal schlafen, genau. Jo, in Minecraft hat man immer Loot-Probleme. Man bekommt den Loot irgendwie nicht über, den man möchte, weil es ja zufällig ist. Man hat zu viel Kisten, also zu wenig Platz.
man sammelt zu viel oder man hat einfach keinen Bock, irgendwas zu sammeln. Aber immer irgendwas mit Loot-Problem. Bin jetzt nicht unbedingt wirklich der Survival-Fan. Also wenn es eben so geht, dann entweder so Mods, Pixelmon oder wirklich Kreativmodus. Minecolonies, genau. Oder so Sachen. So, ich habe zwei Kisten. Muss noch mehr machen. Ja. Ist wichtig. Ja, jetzt kommt noch eine Doppelkiste Dingloot. Block Loot. Weil wir da auch wieder viel zu viele haben. Und jetzt müssen wir noch ein paar Sachen einordnen irgendwo. Da haben wir noch drin. Da. Glowstone-Stab könnte auch irgendwo hier hin. Herz des Meeres tue ich jetzt mal irgendwo anders rein. Haben wir irgendwo noch Herz des Meeres oder einen ähnlichen Block? Scheinbar nicht. Ich denke einfach diesen, ja, einzigartigeren Loot tue ich jetzt hier rein tun. Und Kohle nehme ich noch mit. Der andere Loot kommt hier rein. So. Und dann haben wir hier auf jeden Fall mal noch den grünen Loot, den Rüstungsloot, Schmiedevorlagen, TNT, den einzigartigeren Loot. Ja, der da und der da. Schatzkarten. Goldene Äpfel können wir drin lassen, vielleicht brauchen wir mal. Und den Sand. So. Also, oben sind ja die Blöcke, deshalb mache ich hier den Sand rein. Nein, nicht der, okay. Ja, du. TNT haben wir ja gesagt, machen wir auch anders rein. Und hier unten wieder den einzigartigen Loot. Den müssen wir halt auch später noch umstellen, umsortieren. So. Dann machen wir hier Schmiedelagen nicht. Ja, die Rüstungen. Hier oben ja diesen Loot und dafür Blöcke raus. Und was haben wir hier noch? Nichts mehr. Oben waren die Blöcke, ja. Gut. Also Treppen sind auch für mich Blöcke und Halfsteps. Nein, der nicht. Das ist Ding. Einzigartigen Loot haben wir noch, diese Schmiedevorlagen. Haben wir schon 26. Krass. Ja, und diese vergifteten Kartoffeln. Ja. Da haben wir noch einen einzigartigeren Loot. Also einfach die, die nicht stackbar sind am besten. Zucker bräuchten wir eigentlich auch nicht unbedingt hier drin. Ja, ist einfach schon voll. Müssen wir eine zweite Pflanzentruhe noch machen. Reparatur hat sich wieder erhöht. Da unten. Also machen wir doch noch mehr. Oh, jetzt habe ich die Setzlinge reingetan in die Kiste. Naja. Also wir finden sicher relativ schnell wieder einen warmen Ozean und machen da noch ein bisschen weiter. Aber jo, bis jetzt habe ich wirklich in dem ersten Ozean keine Schnüffler-Eier gefunden. Sind wahrscheinlich sehr selten. Schade. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich euch vielleicht ein bisschen weniger ja, motiviere gerade, aber das ist das Spiel. Und eigentlich möchte ich schon vieles zeigen, also vieles, was ihr vielleicht nicht so viel gemacht habt, oder wenn ihr schon gespielt habt, oder es einfach sehen wollt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und so. Solche Sachen möchte ich euch zeigen, aber jetzt habe ich schon ein Part angefangen wegen den zwei Kisten. Und sonst hätte ich noch sehr lange gebraucht, bis ich wieder neue Aufnahme aufnehmen hätte können. Und deshalb kommt jetzt einfach nicht gerade so speziell guten Content. Aber. Jo, es wird sicher auch bald wieder, ja, weitergehen mit anderem Content, spannender werden. Also ich mache mal das so, dass ich jetzt zum Beispiel hier noch Kisten mache und hier wirklich die Pflanzen dann rein tue. So, das muss ich auswechseln. Stock. Ja, Kohle brauche ich momentan nicht. Und hier habe ich einen Clownfisch, das steht hier sogar.
Clownfisch, weil dann will ich mich unten ins Aquarium für Fische und nicht für Axolotl, sonst sind sie tot. So, können wir jetzt wegmachen? Nein, können wir nicht. Dann machen wir doch mal wieder Farm. Dann sind wir random irgendwo und ich hoffe einfach in der Nähe von einem Ozean. Und ich bekomme Schaden über, also nicht so gut. Okay. Das ist nicht so gut, das muss ich sagen, weil man sollte eigentlich nicht sterben. Und es ist Nacht, also das ist gefährlich. Hui, haben wir Glück gehabt, dass wir hüpfen konnten. Ich dachte ja, ich könnte mich kurz ausloggen, aber dann kann ich ja mich nicht mehr in den Kreativmodus versetzen oder so. Weil sterben möchte ich ja eigentlich nicht. Aber gut, habe ich das geändert mit dem Hüpfen. So, gib mir mal ein paar Spinnenköpfe. Wie hast du das überlebt? Spinnen, Spinnen. Wieso ist der Creeper jetzt doch noch zu mir gekommen? Ja, weil er manchmal zu mir schaut und dann noch nicht live oder so wahrscheinlich. Aber gut, wir sind jetzt leider vom Creeper überrascht worden. Oder nicht ganz überrascht worden. Genau. Ich habe keine. Doch, ich habe eine Schere. Nein, eine Hacke muss ich haben. Nee, egal. Also, wir haben genug. Nein, wir haben wieder nicht genug. Hm. Dann krafte ich mich mir halt eine Hacke. So. Da hat man ja auch das Eisen dabei. So. Easy. Dann geht das auch sehr schnell. Also Minecraft eben, also es ist vielleicht bei mir eine Abnutzungserscheinung und mir macht wirklich manche Sachen nicht viel Spaß. Es liegt einfach auch daran, ich bin kein Survival-Spieler. Ich mag Survival-Spiele nicht. Also ich möchte Rollenspiele haben mit Survival-Aspekten, aber die sollten Spaß machen und nicht so langweilig sein. Das ist für mich nichts. Survival ist für mich Langeweile manchmal. Das ist einfach leider, weil es im normalen Leben halt einfach auch sehr ächzend nervig ist, wenn man überleben muss und so. Ich hätte gerne Sachen, die Spaß machen in Games und nicht Sachen, die wirklich keinen Spaß machen wie Survival. Das ist für mich nichts, ist für mich leider echt nicht das, was ich brauche. Aber gut. So, da wir, jo. Auch wieder eher im warmen, oder nein, im gemäßigten Klima sind, gehen wir wieder zurück über den Fluss, das geht schneller. Und schauen, dass wir da wieder einen Ozean haben. Okay, leider haben wir hier keinen Fluss mehr. Ja, vielleicht dann später, wir gehen ein bisschen schräg in die Savanne rein. Da haben wir vielleicht wieder einen Fluss, der weniger trocken ist oder klein. Da unten hätten wir einen. Also, wir sind unterwegs, irgendwo ganz weit weg. Ich sehe jetzt nicht, wo wir sind. Wir sind wahrscheinlich im Nordosten eher. Von den Koordinaten her sind wir im Nordosten, glaube ich, ja. Aber hier ist eine Mega-Schlucht. Wir kommen gar nicht durch. So, gibt es braun-weiße Pferdeköpfe oder so? Das sind alles braune Köpfe, also ich denke. Ja, der vielleicht. Okay. Leider muss ich das halt machen. In dem Museum. Ja. Ich bin wirklich sehr nett zu Tieren, auch in Games. Kann das manchmal echt nicht gut machen. Aber da Leon unbedingt ein Museum machen will und ich ihm eigentlich helfen will, muss ich es halt auch machen. Ja, und Leon ist jetzt momentan eigentlich nicht aktiv. Was spielt er? Wahrscheinlich immer noch Roblox. Ah ja, Job Simulator. Das ist genau etwas, was ich sofort abgelehnt habe, weil aufräumen und Kisten zusammenpacken, fortwerfen und so. Nee, keine Lust auf das. Also auf Kassierer-Job easy, könnte ich gerne machen. Aber nicht das Aufräumen. Das müssten andere für mich machen. So sind wir wieder bei Minecraft, oder? Das ständige Reinsortieren in Kisten. Wieso gibt es nicht für jeden Art Loot eine Kiste?
Weißt du, wo du automatisch diese Sachen reintust? Also nicht automatisch, aber die dort reinkommen und andere kommen nicht dort rein. Und dann kannst du einmal durch das Inventar klicken. Immerhin. Oder einfach automatisch reinstecken. So Sachen. Gibt es leider immer noch nicht. Minecraft ist einfach so ein Game, das vielleicht ein Jahr in Entwicklung sein hätte müssen. Und danach eigentlich ziemlich so ist jetzt wie nach wie vielen Jahren? 15 Jahren, oder? Sie machen nicht viel. Das deprimiert mich, ein Game 15 Jahre zu begleiten und es ist kaum etwas passiert. Manche sagen so, oh, ist ja mega geil, jetzt kommt zum Beispiel die Wolfsrüstung rein. Aber ich sage dafür nur, ja, für was braucht man es? Es ist klar, ein Wolf, der unbesiegbar scheinbar ist, ist cool. Aber es ist nicht Content. Ich kann nicht ein Jahr wieder warten, bis der nächste Content kommt. Das kann ich nicht. So, hier sind meine Lieblingsblöcke. Die muss ich abbauen. So. Haben wir hier noch Loot? Hier unten ist auch keiner. Wir haben alles eingesammelt. Jo. Also es ist manches doch. Ja, ich mache halt immer wieder Minecraft-Projekte. Doch nicht mehr so interessant oder ich bin einfach zu wenig ja mit Neuem versorgt. Was ist dort drüben? Lava. Da ist auch Lava. Okay, dann gehen wir wieder auf den Fluss, weil hier ja scheinbar sonst nichts Wichtiges ist. Also das Bootfahren, das tut mir noch wirklich gefallen, weil man keinen Hunger bekommt und so. Aber wir haben, glaube ich, letztens eingesammelt auch Strohballen und noch nicht zu Brot umgewandelt. Das könnten wir dann auch noch machen. Und das zweite große, was mich stört, ist einfach, andere Spieler haben auch nicht mehr so viel Bock. Was ich 2017 wieder aufgebaut habe, so mit Lust und Server, die wirklich gut liefen. Natürlich, unnatürlich zum Beispiel und so. Ja, wirklich, es wäre schon wieder braun. Es ist doch eine andere Farbe als braun. Ja, die Lust, die Interesse, die damals war, ich hatte einfach zu wenig Geld, um selber wirklich aufrecht zu erhalten. Ich habe sie nach 2, 3 Monaten wieder aufgeben müssen. Und das war einfach genial. Ich habe einen riesigen Baum gebaut da und habe sogar die Richtung wieder gewechselt. Also, wie war das damals? Ich wollte einen kaputten Baum machen, genau, und wollte ihn ja nicht abbrennen lassen, aber ich wollte Kohle und so hinstellen und so, als würde ich den Baum abgeholzt haben. Und das war dann einfach den natürlichen, also unnatürlich heißt der Umweltverschmutzer und natürlich heißt ja. Grüne. Und das war damals natürlich beliebter, weil es die Grünen noch nicht so schlimm machten. Und es waren alle eigentlich beim Grünen und ich war als Let's Player bei den Unnatürlichen, bei den Chinesen. Also wir haben einfach gesagt, wir machen so ein Volk, was sich mega verbreiten will. Und dann haben wir einfach China genommen, weil es ja damals auch so war, dass man, ja, eigentlich sagte, China wäre das schlimme Land. Das ist ja immer noch, aber es ist nicht mehr das bevölkerungsreichste Land, das vollste Land. Das ist ja jetzt Indien geworden. Ja, war sehr interessant. Und auch ein Pixelmon selber war sehr beliebt. Ja. Mal schauen, wann sie angreifen. Die greifen gar nicht an. Oh, da geht's aber weit runter. Gibt's irgendwo Wasser hin? Verarscht. Habe ich das Schiff? Wo ist das Schiff? Wo ist das Boot? Aua, mein Arsch. Mein Arsch blutet. Ich habe ein Heroin the Knee. Wo ist mein Boot?
Wo ist mein Boot? Hier drüben irgendwo. Ich habe es nicht eingesammelt. Leider. Was macht ihr hier im Fluss? Hallo, wo ist mein Boot? Da. Mann, das sieht man so wenig gut. So schlecht. So. Hey ho. Also Glück haben wir nicht mit den warmen Ozeane. Sind halt wirklich sehr selten. Aber diese Pillager, ganz viele. So, hier haben wir mal ein anderes. Endlich mal ein anderes Pferd. So viele braune, braunähnliche Pferde. Wow. Ja, wir haben einen Kopf. Ich dachte schon, ey. Müssen die so selten sein. Also, da haben wir schon ziemlich viele Sachen. Schon wieder voll, so schnell. Und der Drago fühlt sich wieder sehr, sehr schwer. Und halb besoffen. Gut. Schauen wir mal hier hinter die Berge. So, dass wir am wenigsten hoch müssen. Das sind größere Berge. Okay, was ist das Grüne hier? Sind das Bäume? Ist das Gras? Da oben hätten wir ein Dorf. Ach cool! Es ist dicht besiedelt hier in der Farmwelt. Also wenn ihr Dörfer braucht und so. Bei mir oben im Nordosten. Okay, wir haben hier doch. So. Am Abgrund schlafen. Ah. Ah, ein Zombie-Dorf, cool. Bitte gebt mir einen Kopf. Wie kriegt man von so seltenen Zombies und so keinen Köpfe? Das ist unerhört. Aber so häufige, wie zum Beispiel Pferde. Ja, Pferde nicht. Kommt man immer ständig in den Kopf. Das ist wirklich nicht gerade sehr gut balanciert. Wahrscheinlich denken immer alle, die solche Mods machen, ja, die machen Farmen und Farmen. Aber, ja, entfernt doch einfach die Möglichkeit, Farmen zu machen. Dieses blöde Redstone einfach mal wegmachen. Und auch die Spawn einfach wegmachen. Ja, es ist wirklich, die meisten YouTube-Videos, ja, wie tut man effizient, zum Beispiel, Invasionen, wie heißen sie da, diese Überfälle, Farmen bauen und so. Ich brauch's nicht, ich möchte Überfälle alleine machen, ohne die ganze Zeit zu procken. Und vor allem muss ich dann immer einen Pillager einsperren und dann umbenennen. Ich glaube schon, gell? Weil sonst kommen ja die Überfälle gar nicht. Okay, sonst haben wir wirklich gar nichts hier. Wie der Trank hier noch war. Wie geil. Und wenn ihr mal Gras wollt, in der Hütte hat es genug Gras. Und. Boing. No, oh, fast 2 Level up. Boah, ich sterbe fast. Es sind sofort 2 Level. Also immer schön auf die Schnauze fallen, dann levelt ihr Akrobatik besser. Bekommt die Akrobatik nicht hoch. Immer schön runterfallen. Ganz, ganz, ganz weit weg. Und ganz weit oben. Also, wir haben hier einen Ozean. Nein. Das war aber breit genug. Und Dschungel. Auch sehr interessant.